Okay, der Piratenstream läuft. Von daher können wir auch anfangen. Nicht wundern, das ist ein Mikro halt ohne Ton. Das ist halt nur für den Stream, für die Leute, die zugucken wollen. Schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich freue mich auch, dass so gut wie alle Themenbeauftragten gekommen sind. Halt, ist es nur die Birgit Piepgras, die heute leider krankheitsbedingt halt nicht dabei sein kann. Aber ansonsten sind alle da, halt, haben sich ja auch schon unter das Publikum gemischt. Wie Sie sehen, sind sie auch gut gemischt. Wir wollen es halt wirklich halt nicht als PK hier nutzen, sondern wirklich als ein Pressefrühstück, dass Sie die Gelegenheit haben, sich kennenzulernen. Und ich will auch gar nicht weiter groß reden und übergebe an den Johannes. Nein, nicht du. an den Johannes, der wird dann ein bisschen was zum Thema beauftragen, was soll das überhaupt, was wollen wir damit sagen. Danach wird jeder Themenbeauftragte sich einmal ganz kurz vorstellen, dass sie einen Eindruck haben, welche Beauftragung hat er, vielleicht ein paar Sachen zur Person hat und vor allen Dingen, welche Schwerpunkte er jetzt hat bearbeitet. Genau, und jetzt übergebe ich an Johannes. Ja, vielen Dank, Anita. Mir geht es auch schon die ganze Zeit so, Johannes, wenn du gerufen wirst, dass ich immer zusammenzucke. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich heute die Aufgabe habe, Ihnen die neuen Themenbeauftragten vorzustellen, die wir in der Piratenpartei berufen haben. Ich werde gar nicht viel sagen, weil wir, wie gesagt, vor allem das Gespräch zwischen den Themenbeauftragten und Ihnen heute in Gang bringen wollen. Aber vielleicht zwei, drei Worte zum Prozess, wie kam es dazu und zu den Aufgaben der Themenbeauftragten. Das ist ein Projekt, das schon sehr, sehr lange immer wieder mal versucht wurde. Marina Weißbein, meine Vorgängerin, hat versucht, eine thematische Gliederung in die Partei zu bringen. Es gibt die AG-Strukturen, es gibt die Koordination unter den AGs und die Frage, wie politische Arbeit inhaltlich thematisch gegliedert wird, ist natürlich eine Kernfrage für eine Partei. Normalerweise funktioniert es in Parteien, dass irgendeine Struktur irgendwann ein offizielles Siegel bekommt, dann wird sie eine offizielle Partei AG oder einen Parteiarbeitskreis erarbeitet dann Papiere, die dann durch die offiziellen Gremien laufen und am Schluss Parteibeschlüsse werden. Bei uns läuft bei den Piraten wie üblich alles ein bisschen anders und das ist gut so. Wir wollen möglichst wenig Hierarchien, wir wollen möglichst flache und vernetzte Strukturen haben und da kommen die Themenbeauftragten ins Spiel. Ich habe die Piratinnen und Piraten gebeten, habe gesagt, lasst uns das nochmal versuchen, die Themenarbeit ein bisschen über Gesichter und Personen mit zu strukturieren. Habe allerdings keine Themenfelder vorgeschrieben, sondern habe gesagt, bitte bewerbt euch oder macht Vorschläge zusammen mit der Angabe eines Themenfelds. Das heißt, auch die Auswahl der Themenfelder ist in einem offenen Prozess stattgefunden, unter Beteiligung vieler Mitglieder der Partei. Und am Schluss hatte ich ein großes Pad mit vielen Bewerbungen und dann habe ich alle, die zu einem Themenbereich oder zu überschneidenden Themenbereichen dort standen, gebeten, sich abzustimmen, in Dialog zu gehen, mit den Aktiven in ihrem Bereich zu sprechen und rauszufinden, ob eine Person unter den Vorgeschlagenen das Vertrauen der Aktiven bekommt. Und das ist passiert in diesen 12 Themenbereichen, beziehungsweise in den 10 Themenbereichen, die dann hinzugefügt wurden. In dem 11. Themenbereich Sozialpolitik, der schon vor einem halben Jahr vergeben wurde, ist das genauso gelaufen. Das heißt, die Menschen, die wir hier heute sitzen haben, das sind alles Konsenskandidaten. Also Personen, die in einem Basisprozess die Zustimmung vieler Piratinnen und Piraten bekommen haben, ein Thema zu vertreten. Das hat deswegen funktioniert, weil die Themenbeauftragten aus Gründen keine Sprecher sind, deswegen nennen wir die auch nicht so. Das heißt, es ist jetzt niemand, der sagt, ich habe jetzt meinen eigenen Kopf und bringe meine eigene politische Agenda nach vorne, sondern natürlich hat jeder Pirat und jede Piratin ihren eigenen Kopf, aber den hat er eben auch, um zu sprechen, um zu hören, um sich zu vernetzen und genau das ist eine Aufgabe der Themenbeauftragten. Das heißt, sie sind sehr, sehr gut vernetzt in ihrem Themenbereich, sind auch für Sie als Journalistinnen und Journalisten deswegen eine gute Quelle, um schnell an nochmal Spezialexperten innerhalb eines Themenbereichs ranzukommen. Also wenn wir das Thema Bildung nehmen, dann vielleicht für einen Fachbereich, frühkindliche Bildung oder Erwachsenenbildung. Wenn wir das Thema Sozialpolitik nehmen, zum Thema Rente. Also da nochmal speziell Expertinnen und Experten an die Hand zu bekommen. Da können Ihnen die Themenbeauftragten helfen. Und sie haben gleichzeitig die Aufgabe, nach innen zu vernetzen, die Themen
die Aktiven in einem Themenbereich in Dialog zu bringen. Und was mich sehr freut, ist, dass auch über diesen Prozess Aktive, die an verschiedenen Orten der Republik am selben Thema arbeiten, auch zum Teil wieder in stärkeren Dialog gekommen sind, weil sie mussten sich auf eine Person einigen, die als Themenbeauftragter den Themenbereich mit moderiert und strukturiert. Insofern freue ich mich da sehr, dass wir da ein ganz, ganz tolles Team zusammen haben. Ich bin sehr, sehr stolz auf jeden Einzelnen. Ich werde sie jetzt nicht vorstellen, sondern ich werde dann jede bitten, kurz selber, oder Anita wird das machen, ein paar Worte zu Ihnen zu sagen. Eine Nebenbemerkung gestatten Sie mir bitte noch. Ich bin auch sehr, sehr stolz drauf und finde es ein sehr gutes Signal für die Arbeit in unserer Partei, dass ohne in diesen Prozess einzugreifen, sich unter diesen Konsenskandidatinnen und Kandidaten ein erheblicher Anteil an auch weiblichen Kandidatinnen gefunden hat, die quasi von der Basis bestimmt worden sind. Und es zeigt, dass in der inhaltlichen Arbeit die Geschlechter in unserer Partei sehr, sehr stark oder ich würde fast schon sagen, zumindest auf der Ebene, auf der wir uns hier heute treffen, ausgeglichen und ausgewogen repräsentiert sind und arbeiten. Und ich glaube, das ist eine Zukunftsvision, an der wir weiterarbeiten sollten, dass das auf allen Ebenen der Partei, was die Mitgliederanzahl angeht, was die Vorstandsämter angeht, auch weiter so werden sollte, dass wir ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis dahin bekommen. Soweit von meiner Seite. Ich übergebe zurück an dich. Katja, kannst du auch noch mal einmal aufsprechen? Gibt es da hinten noch jemanden, der einen Platz sucht und nach vorne möchte? Ich sage halt, die da hinten nicht, aber wenigstens die, die einfach aufstehen können. Ja, ja. Die anderen, die sieht die Kamera eh nicht, egal wo sie hingucken. Ja, nee, also es steht eh jeder auf. Halt. Also, ja, aber wenn wir da aufstehen, wo soll ich denn hingucken? Gucke ich in Richtung meiste Journalisten oder in Richtung Kamera? Also, ach so, dass die hierher kommt. Ja, ja, ja. Von hier würden uns die meisten sehen. Also für die da hinten geht es halt nicht. Die würden da aufstehen. Nee, das steht halt auf und geht da hin. Genau. So.
Klatsch, klatsch, klatsch. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen Ruhe bitten. Ruhe im Karton. Die Vorstellung. Jeder sollte mal die Möglichkeit haben. Ich gebe das Mikro jetzt einfach reihum. Genau, erstmal auf. nee, jeder, der das Mikro hat, ihr gebt es einfach durch. Ihr kennt euch, ja, wer ein Beauftragter ist und wer ein Journalist. Genau, einfach kurz aufstehen und dann einfach das Mikro immer weiterreichen. Okay, Bruno, dann fangen wir bei dir an. Ja, dann habe ich die ehrenvolle Aufgabe anzufangen. Ich sollte ja aufstehen. Mein Name ist Bruno Kramm. Ich bin nicht nur Beauftragter Urheberrecht, sondern politischer Geschäftsführer im Landesverband Bayern und ansonsten Listenkandidat für den Bundestag in Bayern auf Platz 1. Kurz zum Urheberrecht, zu meiner Beauftragung. Wie wir alle wissen, befinden wir uns gerade am Anfang des Wandels von der Dienstleistungs- und Industriegesellschaft hin zur kommunikativen Wissensgesellschaft von morgen. Und genau da wird der Urheber des Urheberrecht eine besondere Bedeutung haben, denn das Urheberrecht an und für sich wird dann jeden betreffen. Denn Menschen werden in der Zukunft, der 3D-Drucker, in der Zukunft, wo File-Sharing die Allmende unserer Gesellschaft ist, letztendlich alle zu Urhebern. Und um es ganz kurz abzurunden, was ist unsere Aufgabe im Urheberrechtsbereich? Wir streben eine Reform an, einmal vom Urheberrecht selbst, eine Reform des Urhebervertragsrechts sowie des Wahrnehmungsgesetzes, was dann die Verwertungsgesellschaften betrifft. Insofern haben wir auch momentan eine Klage laufen gegen die GEMA. Wer sich dazu zu dem Stand informieren will, kann mich gerne hinterher ansprechen. So viel dazu. Danke. Jo, ich mache das Ganze, glaube ich, ein bisschen thematisch zumindest kürzer. Ich bin der Bernd Schreiner, habe 2009 die AG Umwelt, der Piratenpartei Deutschland, gegründet und bin jetzt Themenbeauftragter, auch Kandidat für den Bundestag nebenbei. Und thematisch machen wir einiges. Interessant dabei war eigentlich für Bochum schon, dass von der AG Umwelt ausgehend und von mir organisiert wir die Schulterschlusssache gemacht haben, wo man auch sieht, dass Umwelt eigentlich ziemlich breit gefächert ist, bei uns verstanden, sich über mehrere AGs auch erstreckt, die miteinander geschafft haben, einen relativ umfangreichen Wahlprogrammantrag in einen Rutsch in unser Wahlprogramm zu bringen. Und das eigentlich ja für uns insgesamt ein Zeichen des neuen Miteinanders war. So denke ich, klären wir die thematischen Dinge anschließend in einem Gespräch. Okay. Ich bin Johannes Thon, Beauftragter für Medien- und Kulturpolitik. Ich habe Anfang letzten Jahres angefangen, die Kulturpiraten zu initiieren, um die kulturpolitischen Belange in die Partei zu bringen. Schwerpunkt ist allerdings die Vernetzung, weil Kultur- und Medienpolitik ist ja nun mal eher ein föderales Thema, was den Kulturhoheiten der Länder obliegt. Und da sind wir jetzt gerade dabei, alle Länder dazu zu bringen, sich programmatisch zu entwickeln und das dann in einer Bundesposition zusammenzuführen. Da gibt es natürlich auch das eine oder andere thematische zuzusagen, aber das wird jetzt hier zu weit führen. Das machen wir dann im Gespräch, wenn es einen interessiert. Vielen Dank. Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Katharina Nokun und ich bin Themenbeauftragte für Datenschutz der Piratenpartei. Ich engagiere mich seit gut 5 Jahren in der digitalen Bürgerrechtsbewegung und ich denke, dass Datenschutz ein ganz wichtiges Thema für die Zukunft ist, denn eine Demokratie in der Informationsgesellschaft ist ohne einen starken Datenschutz nicht möglich. Denn Datenschutz sagt etwas darüber aus, wie das Machtverhältnis zwischen Bürger und Staat, aber auch zwischen Bürger und Wirtschaft ausgestaltet ist. Und ohne einen starken Datenschutz laufen wir einfach da Gefahr, als Bürger oder als Verbraucher die Fäden aus der Hand zu geben. Und wir als Piratenpartei wünschen uns einen starken Datenschutz und wollen, dass die Verbraucher, aber auch die Bürger Herr ihrer Daten bleiben. Ich bin Anke Domscheit-Berg, Piratin aus Brandenburg, dort auch Teil der Doppelspitze auf der Landesliste für die Bundestagswahl. Mein Thema ist Open Government. Da geht es darum, einen gläsernen Staat durchzusetzen, Transparenz zu schaffen, aber auch mehr Teilhabe zu ermöglichen, um Demokratie wieder zu dem zu machen, was der Name eigentlich sagt. Eine Herrschaft des Volkes,
Die haben wir im Moment nicht. Wir haben kein Open Data in Deutschland. Wir haben keine Strategie für Open Data und Open Government in Deutschland. Die Kanzlerin nimmt diese Worte nicht mal in den Mund. Damit sind wir international total abgehängt. Wenn es Transparenzvorstöße gibt, wie die neuen Nebeneinkünftestufen, dann ist auch das nur halbherzig und zeugt nicht von einer wirklichen Veränderung, die wir aber brauchen. Wir stehen für ein Transparenzgesetz für ganz Deutschland. Im Moment haben noch 5 Bundesländer nicht mal ein Informationsfreiheitsgesetz. Das heißt, es hängt für deutsche Bürgerinnen und Bürger vom Wohnort ab, ob sie Zugang zu Informationen haben oder nicht. Wir wollen mehr Beteiligungsrechte für Entscheidungen. Transparenz muss sich auch auf Prozesse beziehen, auf wie Gesetze entstehen, wie Verträge entstehen, wie die Verträge aussehen. Am Ende, alle Verträge müssen öffentlich gemacht werden. Es geht immerhin um Steuergeld. Und diese Informationen, auch Gutachten, die irgendwo entstehen, die braucht man dann für Teilhabeprozesse. Und wir brauchen eine rechtliche Grundlage dafür, solche Teilhabemöglichkeiten zu schaffen. Insbesondere bei großen Infrastrukturprojekten, die viele Bürgerinnen und Bürger betreffen. Ja, mein Name ist Ali Utlu. Ich bin seit Längerem bei den Queeraten innerhalb der Piratenparteien, bin Bundesbeauftragter für die Themenfelder Queer und LGBT. Das, was für uns sehr wichtig ist, auch bei der Bundestagswahl, ist zum Beispiel das Themenfeld Homo-Ehe, die völlige Gleichberechtigung. Das beinhaltet aber auch Adoptionsrecht, genauso wie auch Abschiebegründe, Homosexualität in den Iran zum Beispiel, dass wir das durchbringen, dass das nicht mehr möglich ist, weil diese Menschen eben vom Tod bedroht sind und auch bei der Familienpolitik. Also dieses Themenfeld überschneidet sich mit ganz vielen anderen Feldern und ist auch ein sehr wichtiges. Und auch die Mehrheit der Bevölkerung steht ja auch zur Homo-Ehe und es ist auch ganz wichtig, diese in Deutschland auch durchzusetzen. Ja, danke. Hallo, ich bin Anne Helm, ich bin aus Berlin-Neukölln und ich bin die Themenbeauftragte für Asyl und Migration. Mich macht sehr wütend, dass zurzeit Asylpolitik immer noch geprägt ist, vor allem von einer Abschreckungspolitik, die Antragsteller behandelt wie Straftäter und dass diese Politik auch immer weiter vorangetrieben wird. Das merkt man zurzeit auch bei der Hetze, die gemacht wird gegen angebliche asylmissbräuchliche Armutszuwanderer zum Beispiel. Es ärgert mich, dass immer wieder Integration gefordert wird und trotzdem Hürden zur Bildung, zum Bildungswesen und zum Arbeitsmarkt immer weiter aufgebaut werden. Und vor allem, seit ich die Protestbewegung der Refugees in Berlin sehr intensiv unterstützt und begleitet habe, seit dem letzten Herbst, habe ich beschlossen, meine Politik vor allem aus einem emanzipatorischen Ansatz herauszugestalten. Danke. Ja, guten Tag. Ich bin Ulrike Pohl, bin beauftragt für die Themenbereiche Inklusion und Menschen mit Behinderung, beschäftige mich unter anderem mit Barrierefreiheit und zwar da das komplette Paket, informationelle, einstellungsgebundene und physische Barrierefreiheit. Und ich freue mich, dass heute so viele, dass ich mit so vielen Journalistinnen und Journalisten reden kann, damit wir mal klären können, welche Definition Inklusion eigentlich hat und dass es weit, weit mehr ist als die schulische Inklusion. Vielen Dank. Ja, hallo, mein Name ist Jens Kuhlemann. Ich bin Beauftragter für Demokratiefragen, da speziell für direkte Demokratie und Wahlrecht. Die Piraten stehen ganz klar für eine Stärkung direktdemokratischer Instrumente. Es ist eigentlich ein Anachronismus der Geschichte, dass wir noch nicht den bundesweiten Volksentscheid haben, während alle anderen Länder ihre Bürger auch über Sachfragen abstimmen lassen. Da sind wir auf allen Ebenen dafür, dass dort mehr Bürgereinfluss möglich ist. Das Gleiche beim Wahlrecht. Es ist eine verpasste Chance des Bundestages gewesen, als Anfang dieses Jahres das Wahlrecht geändert wurde und dabei auf eine grundlegende Reform eigentlich verzichtet wurde. Mehr Bürgereinfluss auch hier bei der Auswahl der Kandidaten, das wünschen wir uns als Piraten. Und letztlich treiben wir natürlich auch innovativ unsere innerparteilichen Entscheidungsverfahren voran. Stichwort ständige Mitgliederversammlung, Urabstimmungen. Dort sind wir an einem ständigen Diskussionsprozess, der auch wahrscheinlich schon auf dem nächsten Parteitag in Neumarkt zu einem Ergebnis führen wird. Danke.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Reinhard Schaffert. Ich vertrete den Bereich Gesundheitspolitik. Ich selbst beschäftige mich beruflich intensiv mit Fragen der Patientenversorgung und der Krankenhausfinanzierung, aber ich bin eingebunden oder vorgeschlagen worden von den Gesundheitsberaten. Das sind verschiedene gesundheitspolitische AGs, die sich mit Fragen der Gesundheitspolitik beschäftigen und wo wir eine Menge Kompetenz versammelt haben. Und im Moment beschäftigen wir uns damit intensiv, die im Grundsatzprogramm beschlossenen Punkte zu konkretisieren und ins Wahlprogramm einzubringen. Zum Beispiel geht es uns, oder vor allem geht es uns darum, den Fokus der Gesundheitspolitik ein Stück weit zu verschieben, weg von den Krankenkassen und Anbietern im Gesundheitswesen und denjenigen, die im Gesundheitswesen Geld verdienen, hin auf die Bedürfnisse und die Qualität für die Patienten. Danke. Ja, ich schäme mich mal hier raus. Hallo, Thomas Küppers mein Name. Ich bin der Bundesbeauftragte für die Sozialpolitik. Ich meine, mein Themengebiet ist relativ umfassend. Wir haben Projektgruppen, die sich mit dem Thema ALG II, also mit der Hartz-IV-Politik beschäftigen, bis hin über den Mindestlohn. Wir schauen uns das Thema bedingungsloses Grundeinkommen an. Wir haben einen Weg entwickelt, um das bedingungslose Grundeinkommen in Deutschland einzuführen. Dann natürlich... aktuell, zu den aktuellen Themen, dann komme ich auch schon zum Ende, ist, wir versuchen uns gerade die Beschäftigungslage etwas zu verbessern, sind uns gerade dabei, Projektgruppen aufzubauen, um ein Beschäftigungskonzept zu erarbeiten. Aktuell läuft in NRW eine Aktion zum Thema Datenschutz im Jobcenter und ja, ich stehe Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Das waren 11 Themenbeauftragte, die wir derzeit in der Partei haben. Die 12., wie Anita vorhin schon sagte, Birgit Piepgras konnte leider aus familiären Gründen heute nicht bei uns sein, aber wir sind eine Internetpartei, deswegen ist sie natürlich trotzdem bei uns. Sie ist im Mumble in unserer Sprachkonferenz. Birgit, du kannst uns hören, oder? Genau, aber es ist natürlich sehr leise. Darum geht's. Aber Birgit ist hier, Klaus wird hier am Tisch sein und wenn es Fragen gibt zum Thema Landwirtschaft, dann steht Birgit Piepgras selbstverständlich genauso zur Verfügung für einen kleinen Dialog. Bevor wir uns jetzt vielleicht nochmal neu verteilen oder einfach in den inoffiziellen Teil oder übergehen, hat nochmal die Möglichkeit für alle, genau, eine Q&A-Runde, eine Fragerunde halt, falls Sie halt den Thema auch fragen, hier irgendwie nicht rankommen, dann, genau. Einfach kurzes Handzeichen dann und sagen, mit wem, von wer beantworten soll. Alexander Scholz, Deutsche Welle, warum ist der Schwimmer eigentlich nicht da? Warum muss er unbedingt mal da sein? Halt? Nee, der Bereich Themenbeauftragung liegt beim Johannes Ponada halt und wir verteilen das natürlich halt irgendwie immer so. Also wir gucken halt... Alexander Scholz, Deutsche Welle, Frage zum Umweltbeauftragten. Sie haben jetzt gar nichts gesagt, die anderen haben ja schon ein bisschen was verraten, was Sie sich so vorstellen. Können Sie das nochmal ein bisschen ausführen, weil es ja ein spannendes Thema ist? Vielleicht, wo die Unterschiede zu den Grünen sind. Genau. Mariam Lauch von der Zeit. Eigentlich wäre sie genau die richtige Ansprechpartnerin, weil es geht um die Zukunft von nachfolgenden Generationen, die wir heute eigentlich massiv gefährden mit unserer Wirtschaftsweise, mit unserer Lebensweise. Und Umwelt fängt für die Piraten damit an, mit allem, was eigentlich vor der Tür liegt. Es ist also keine Umweltschutzpolitik. Wir beschäftigen uns nicht damit, wie man mit irgendeinem Käfer irgendein Industrieprojekt verhindern kann. Das ist nicht unsere Kompetenz. Wir versuchen, einen Umgang mit Ressourcen zu etablieren, der nicht nur nachhaltig ist, sondern wirklich bewusst damit umgeht. Eben im Hinblick auf diese Generationengerechtigkeit. Und da ist das Themenfeld extrem vielschichtig. Momentan aktuell die Sache mit dem Herrn Altmaier von Energie, Strompreis, Bremse, bis hin zu den ganzen Rohstoffsachen, seltene Erden, Koldan, über die sozialen Faktoren, die mit der Bergung dieser Rohstoffe zusammenhängen in Afrika, Kinderarbeit und so weiter in den Minen. Also das ist extrem umfangreich. Das war auch gerade am Anfang der Grund, warum ich nicht irgendwie speziell in ein Thema eingestiegen bin.
Ich weiß nicht, ob soweit Ihre Frage erstmal beantwortet ist. Wir können gerne Detailfragen dazu, klar. Ich weiß nicht, ob das jetzt oder wie beim Einzelnen. Also mich würde einfach mal, sorry, Mariam Lau, die Zeit. Mich würde einfach mal interessieren, wo so Unterschiede zu den Grünen sind oder ob es überhaupt welche gibt. Ja, Fracking kommt hier als Stichwort. Ein genereller Unterschied ist, wir sagen zum Beispiel nicht einfach, erneuerbare Energien sind gut. Das ist, hat bei uns intern sehr viel Diskussionen gegeben, aber wurde dann eigentlich letztendlich in Chemnitz 2010 geklärt mit dem Einzug ins Grundsatzprogramm von den Präambelmodulen. Wir unterscheiden da ein bisschen genauer. Das ist immer so das klassische Beispiel inzwischen geworden. Und zwar zwischen regenerativen Energien, was Nachwachsende sind, Holz, Biomasse und so weiter auf dem Acker, und generativen Energien, zum Beispiel Wind, Sonne. Da ist nämlich ein gewaltiger Unterschied, wie man damit umgeht. Das eine, Wind, Sonne können wir beliebig anzapfen, da schaden wir niemanden. Aber beim Acker haben wir das Problem, Teller-Tank-Diskussion als Stichwort, da können wir nicht einfach beliebig Raubbau betreiben im Wald und so weiter. Und wenn man so ganz prinzipiell grundsätzlich Unterschiede macht, passieren einem diese Fehler nicht wie bei der E10-Biosprit-Einführung, passieren auch nicht solche Fehler wie bei den Biogasanlagen gemacht wurden, dass da eigentlich überhaupt nicht dran gedacht worden ist, was ist denn mit den Rohstoffen los, wenn wir da Energie draus machen und dann die Maispreise in Mexiko in die Höhe treiben, dass sich die Leute nicht mehr ernähren können. Und wir versuchen also ideologiebefrei daran zu gehen, nicht einfach sagen, alles was grün ist, ist gut, stimmt nicht. Man muss genauer hingucken. Manuel Bewahrer von der Welt. Das geht jetzt als an den Vertreter des Bundesvorstandes. Herr Ponader, wir haben jetzt 12 Themenbeauftragte. Man fragt sich dann von außen so ein bisschen, was ist denn jetzt für die Bundestagswahl, was sind denn so die Kernthemen der Piraten? Sind jetzt alle gleich wichtig oder? Ja, Vertreter des Bundesvorstands sind eigentlich alle, die hier sind, weil sie ja vom Bundesvorstand ernannt worden sind. Trotzdem antworte ich kurz gerne auf die Frage. Wir sind eine Beteiligungspartei, wo es darum geht, möglichst niederschwellig alle Menschen einzuladen, Politik mitzugestalten. Und deswegen sind natürlich Schwerpunkte in erster Linie das, was die Menschen bewegt. Erfolgreicher Bundestagswahlkampf ist auf mehreren Säulen. Das ist eine gute Plakatkampagne, das sind gute Kandidatinnen und Kandidaten, das ist ein gutes Parteiprogramm und das ist ein guter Straßenwahlkampf. Und da müsste man jetzt sehr differenziert umgehen. Für die Plakatkampagne, da haben wir Umfragen gemacht, da haben sich zum Teil klassische Netzthemen gezeigt, die den Wahlkampf dominieren werden. Also Datenschutz als digitales Thema, was in der digitalen Welt wichtig wird und wichtig ist. Urheberrecht, der Schutzabbau vor Überwachung, also das klassische Freiheitsthema der Piraten. Genauso allerdings auch Themen aus den Themenfeldern Arbeit, Soziales. Und das mischt sich dann. Sie haben die Umfrageergebnisse ja, glaube ich, vor 2 Wochen auch bekommen. Und gleichzeitig ist im Straßenwahlkampf wichtig, jeden Menschen bei seinen Themen in Dialog zu nehmen und das, was ihn bewegt als Bürger. Und gleichzeitig jeder Wahlkämpfer, jede Wahlkämpferin am Stand wird ihr besonderes Herzensthema haben und wird eine eigene Antwort darauf haben, warum bist du bei den Piraten und warum engagierst du dich hier? Und ich glaube, diese Vielfalt, die zeigen wir auch hier durch die Themenbeauftragten, dass wir wirklich Menschen haben, die mit Herzblut für ihre Themen stehen. Und das macht uns eigentlich zu einer umfassenden Partei, die Politik mitgestalten möchte. Dominik Schäpka, ZDF. Das heißt aber auch, dass Sie so ein Thema wie Wirtschaft nicht besonders wichtig nehmen, wenn Sie da keinen Beauftragten haben. Nein, das Thema Wirtschaft ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das liegt daran, an dem, was ich vorher gesagt habe, am Auswahlprozess. Im Bereich Wirtschaft haben wir noch relativ jung im Programm. Wir haben das in Bochum ins Grundsatzprogramm geschrieben, zum Teil auch schon ins Wahlprogramm. Und im Bereich Wirtschaft ist die Arbeit noch sehr, sehr viel diverser in der Partei. Also an verschiedenen Stellen, in verschiedenen AGs. Und dort wäre es eine Top-Down-Entscheidung gewesen, jetzt aus einer der Richtungen,
aus einer der Gruppen, die an Anträgen arbeitet, eine Person zum Beauftragten zu ernennen. Und genau solchen Top-Down-Entscheidungen habe ich mich entzogen, aus Gründen. Ich habe aus einem Themenbereich unter anderem schon das Feedback bekommen, wo wir bisher noch keine Beauftragung haben. Das ist der Bereich Außen- und Sicherheitspolitik, dass diese Suche nach einem Konsenskandidaten den Dialog schon in sehr, sehr guter Weise beflügelt unter verschiedenen Gruppen. Auch Außenpolitik ist so ein Thema, wo man sehr, sehr unterschiedliche Ansätze haben, sehr stark interventionskritische, sehr stark pazifistische oder eher realpolitische und genau auch diesen innerparteilichen Dialog anzustoßen. Das ist ein Ziel dieser Beauftragtensuche und auch immer dieser Beauftragten als Gruppe, die immer ein wandelnder Prozess sein werden. Es wird Leute geben, die sagen, jetzt habe ich das mal ein Jahr gemacht, ich möchte es bitte an jemand Kompetenten weitergeben. Es wird neue Themenfelder geben, es werden sich Themenfelder irgendwann mal splitten, wie zum Beispiel Kultur und Medien, gehe ich davon aus, dass wenn das deutschlandweit die Vernetzung stattgefunden hat, dass man sagt, diesen riesen Themenbereich, den teilt man dann vielleicht mal, das ist so abgesprochen. Also das wird ein fließender Prozess sein, der immer die aktive Dynamik in unserer Partei wiedergibt. Und das ist im Bereich Wirtschaft eben so, dass wir da noch sehr, sehr divers sind und uns bisher nur auf Grundsätze geeinigt haben. Und vielleicht werden wir in 4, 5 Monaten auch da einen Beauftragten ernannt haben. Es ist also keine Wertung über Wichtigkeit, wer jetzt hier als Beauftragter ernannt ist, sondern lediglich ein Ausdruck dessen, ob die Aktiven im Themenbereich sich auf eine Person einigen konnten, die die Beauftragung übernehmen soll. Ja, Olaf Hiebig, ARD Hauptstadtstudio, weil Sie gerade die Mobilisierung auch schon mal angesprochen haben. Herr Kramm, jetzt Richtung Leistungsschutzrecht nochmal gefragt. Da gab es ja nach der Entscheidung im Bundesrat die große Debatte, hat die Netzwelt sozusagen versagt, hat man zu wenig getan, fernab von SPD und Grünen, wie das dann da gelaufen ist. Welche Konsequenz ziehen Sie vielleicht aus dem, wie das mit dem Leistungsschutzrecht gelaufen ist? Waren die Piraten da auch zu wenig aktiv? Was müsste man da perspektivisch vielleicht daraus lernen? Ja, das große Problem beim Leistungsschutzrecht war natürlich, dass es ein Thema ist, was unglaublich schwer aufzubereiten ist in der Form, dass es wirklich jeden anspricht. Und problematisch war dabei vor allem, dass viele Menschen gesagt hatten, ich lehne mich bei dem Thema zurück, wir hatten ja eine Petition aufgesetzt, ich werde da erstmal nicht unterschreiben, weil ich will sehen, was passiert, wenn Google diverse Verlage auslistet. Das war eine ganz, ganz fatale Entscheidung. Da wurde vielleicht nicht intensiv genug an einem Strang gezogen. Man muss auch ganz ehrlich sagen, nach der ACTA-Geschichte, wo alle so selbstbewusst und sicher waren, dass solche Themen ganz einfach gewuppt wurden, sind plötzlich sämtliche Bündnispartner zerfasert. Davor waren wir eine Einigkeit, es waren alle dabei, egal ob Netzpolitik, ob CCC, all die ganzen Organisationen, viele Bündnispartner und beim Leistungsschutzrecht hat jeder irgendwie versucht, so seinen eigenen Kaffee dazu zu brühen und das hat genau dazu geführt, dass sich dieses Thema zerfasert hat. Das heißt, in Zukunft geht es natürlich, und da spreche ich jetzt auch ganz bewusst unsere Bestandsdatenauskunft an, es geht darum, wieder Bündnisse klarer zu schmieden, mehr in Bündnissen zu denken, da auch über den eigenen Tellerrand hinwegzuschauen und ich glaube, das können wir auch bei der Geschichte jetzt mit der Bestandsdatenauskunft wieder unter Beweis stellen und arbeiten da auch wieder an Bündnissen. Also ganz, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht darum, gemeinsam stärker Menschen wieder zu mobilisieren durch klare gemeinschaftliche Aussagen. Nochmal ich. Welche Strategie für den Bundestagswahlkampf steckt denn hinter den Themenbeauftragten? Gibt es eine? Ja, das ist eine indirekte Strategie, würde ich mal sagen. Die beste Strategie, bei Wahlen zu gewinnen, ist gute Politik zu machen, gute Vorschläge zu geben, sich aktiv in Debatten einzumischen, Kampagnen anzustoßen, Bündnisse zu machen, wie Bruno es gerade gesagt hat. Und die Themenbeauftragten verfolgen jetzt keine Strategie im Sinne von, oh, jetzt ernennen wir mal schnell 10 Personen und die machen dann einen tollen Wahlkampf für uns. Oder die schicken wir dann irgendwie ständig vor die Kameras, damit alle Leute irgendwie tolle Piraten sehen mit ihren Themen. Sondern die Themenbeauftragten, das ist wirklich ein langfristiges Projekt, das jetzt nicht gezielt auf die Bundestagswahl hin strategisch angelegt ist, sondern wo es darum geht, die thematische Arbeit in der Partei zu unterstützen, zu vernetzen und da sehe ich die Hauptbedeutung. Es ist also kein strategisches Element, jetzt gezielt im Sinne von, wir müssen die Bundestagswahl ausstatten durch Themenbeauftragte. Die Rückfrage war, ob das nötig wäre, Reinhard?
Ja, ich möchte das mal einfach an meinem Beispiel machen. Also ich mache natürlich Wahlkampf vor Ort in Hessen, auch und vor allem mit den Kernthemen dieser Partei. Weil mit Gesundheitspolitik, das wird jetzt niemand explizit mit den Piraten erstmal assoziieren. Aber ich stehe zur Verfügung, wenn Fragen in diesem Bereich auftreten, als Ansprechpartner, entweder um selber darauf zu antworten oder um zu vermitteln, kompetente Ansprechpartner aus der Partei, die das vermitteln können, das Thema, worum es geht, die sich in dem Thema auskennen. Und ich glaube, darum geht es bei den, oder so habe ich die Themenbeauftragten verstanden. Wir alle machen natürlich den Wahlkampf in erster Linie mit den Themen, die mit unserer Partei auch identifiziert werden. Aber wir brauchen auch eine gewisse Abdeckung für andere Themen und dafür stehen wir halt zur Verfügung, weil unsere Partei das einfach bietet. Wir sind nicht die Partei ohne Programm und ohne Inhalte, außerhalb dessen, was ja, was mit uns identifiziert wird. Nein, weil ja der Vorwurf kam ja, dass die Piraten keine Meinung haben zum Thema Eurokrise, zum Thema Auslandseinsätze der Bundeswehr. Das war so ein klassisches Kontraargument. Jetzt, wenn ich mir die Themenbereiche jetzt angucke, die dabei rausgekommen sind, ist das ja auch wieder nicht drin. Also ist das jetzt eine bewusste Entscheidung zu sagen, wir reduzieren uns auf das, wo wir hoffen, eine Zielgruppe ansprechen zu können? Also natürlich müssen wir immer erstmal von den Kernthemen ausgehen, was so der Gründungskern der Piratenpartei ist. Aber das Faszinierende ist ja, dass gerade unsere Kernthemen ausstrahlen in sämtliche gesellschaftliche Bereiche. Wenn wir uns zum Beispiel das Thema Urheberrecht anschauen, wo jeder sagt, ja, das ist doch eigentlich ein Luxusproblem von wenigen Urhebern. In der Gesellschaft von morgen ist jeder Urheber. In der Gesellschaft von morgen haben wir auch neue Arbeitsmodelle, neue Familienmodelle. In all diese Bereiche zieht das Urheberrecht ein in einer vernetzten, kommunikativen Wissensgesellschaft. Und ich glaube, da ist auch gerade der Punkt, Anke sagt, europapolitisch betrachtet bedeutet das für die Bürger in ganz Europa ein neues Modell von Arbeit, von Allmenden. Wir müssen auch hin zu einer Commons-Kultur. Wir müssen auch, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, da kann man vielleicht eine gewisse europäische Idee skizzieren. Wegkommen von der rein neoliberal, kapitalistisch geprägten Gesellschaft hin zu einer Gesellschaft, die auch mehr auf Allgemeingüter setzt, auf Commons-Kultur, auf das Miteinander. Und ich glaube, wenn man das alles aus unseren Kernthemen in die Breite vertieft, gesellschaftlich, dann haben wir durchaus sehr, sehr viel zu diesen Themen zu sagen. Aber eben auf eine andere Art und Weise, wie jetzt die klassischen etablierten Parteien, die gerade im Wahlkampf vor allem nur mit griffigen Slogans kommen, aber im Endeffekt nicht wirklich was dazu zu sagen haben. Vielleicht noch einen Satz als Ergänzung. Eigentlich wiederhole ich da jetzt Johannes. Wir haben ja jetzt auch schon Beauftragte für Gesundheit und Landwirtschaft. Das sind auch nicht unsere Kernthemen. Aber durch den Prozess sind jetzt zuerst in den Bereichen Beauftragte benannt worden, wo die Aktiven in diesen Feldern sich auf diese eine Person im Konsens einigen konnten. Und in anderen Themenfeldern ist das einfach noch nicht passiert. Das ist die eigentliche Erklärung. Ja, ich will vielleicht nochmal zu dem Thema auch mal Stellung beziehen. Ich puste hier mal in das gleiche Horn wie der Bruno und wie die Anke. Ganz einfach, die Kernthemen der Piratenpartei, die Bürgerbeteiligung, Beteiligung, ja, der Wandel zur Informationsgesellschaft etc., Datenschutz, das betrifft einfach alle Bereiche der Politik. Darüber eine Art Richtungsstreit, ja, zum Beispiel in der Piratenpartei, herauszulesen, ja, ist völlig falsch. Weil letztendlich auch wir in der Sozialpolitik, wir machen natürlich erstmal unsere Hausaufgaben. Sprich, ja, wir behandeln die klassischen Themen wie Mindestlohn, wie ALG 2, ja, etc., etc., ja. Aber wir wenden uns auch neuen Themen zu. Wie sieht es denn zum Beispiel Datenschutz im Jobcenter aus? Warum ist es herausgekommen, dass Leute denunziert werden? Also sprich, der Nachbar ruft beim Jobcenter an und sagt, guck mal, der hat eine Freundin hier, ja, die wohnt hier. Und schwupp, wird seine Bezüge
gekürzt. Ja? Das tun wir gerade in NRW hinterfragen, wie da die Praktiken überhaupt sind. Ja? Gucken wir uns dann, schauen wir uns weiter an. Wir haben eine starke Position jetzt herausgearbeitet zum Thema Telearbeit. Ja? Telearbeit, ja? Dass wir von zu Hause arbeiten wollen, das ist unheimlich wichtig für unsere Gesellschaft. Ja? Wie sollen wir das denn überhaupt auf die Kette kriegen mit den Familien und den Kindern und Co.? Ja? Dann, ich will nochmal auf das Commons-Thema angehen. Ja? Wir haben ja leider nicht ganz erfolgreich, ja, auf dem Bundesparteitag über das Thema, und die Ulrike will ich auch jetzt hier nochmal ansprechen, das Thema Inklusion. Ja? Inklusion ist nicht nur Politik für Menschen mit Behinderung. Es ist, wir wollen hin zur inklusiven Gesellschaft, zu der Gesellschaft, die zusammenarbeitet, ja? Die mehr zusammenarbeitet. Ja? Wenn ich mit Leuten aus der DDR spreche, ja, aus der ehemaligen DDR, und denen frage, was war denn in der DDR gut? Wie empfindet ihr das denn? War das ein Unrechtsregime? Dann sagen die, ja klar, war ein Unrechtsregime. Aber ich konnte auch da leben, ja? Und was war denn besser? Ja, wir haben stärker miteinander zusammengearbeitet, ja? Und das ist das, was die Leute wollen. Wir brauchen mehr Zusammenarbeit, ja? Die neuen Medien entfremden die Leute auch ein bisschen. Die sitzen am Computer, tippen ins Telefon, ja? Wir müssen uns wieder mal im Real Life sehen, ja? Das löst viele Probleme, also sprich, ja, mal Gesicht zu Gesicht, ja? Und dann mal über Sachen rediskutieren, ja? Und insofern Zusammenarbeit, zusammen. So, noch weitere Fragen? Ansonsten würde ich jetzt einfach kurze Pause. Sie können sich halt nochmal mischen, halt ungefähr haben Sie jetzt einen Blick. Sie können mich auch gerne fragen, wenn Sie sich jetzt nicht alles merken konnte, wer jetzt wer ist. Dann können wir das noch ein bisschen zuteilen, beziehungsweise Johannes hilft da auch sehr. Und wie gesagt, dann danke ich Ihnen auf jeden Fall fürs Kommen und wünsche Ihnen jetzt noch viel Spaß im Gespräch.